Für 42,5 Millionen Euro kam Dayot Upamecano im Sommer zum Rekordmeister Bayern München. Der 23-Jährige will in München die nächste Karrierestufe zünden und umgekehrt das Team von Neutrainer Julian Nagelsmann defensiv noch sattelfester machen. Dabei blieb eine Sache bei der Vertragsunterzeichnung besonders hängen. Upamecano verriet, dass er nach seiner Unterschrift an der Säbener Straße eine Rede hielt. Und zwar im Beisein der Bayern-Bosse um Sportvorstand Hasan Salihamidzic und Nagelsmann. Das hatte ich nicht geplant, aber es kam spontan. Nach meiner Verpflichtung stand ich auf und sagte, dass ich ein paar Worte sagen möchte, weil es ein Verein ist, der mir sein Vertrauen geschenkt hat und ich ihm danken muss, so der Franzose. Das Ganze auf Deutsch wohlgemerkt. Ich glaube, es hat sie überrascht. Gleichzeitig verstehe ich besser, warum dies das erste Mal war, dass ein Spieler das getan hat. Der Start beim FC Bayern war dagegen einfacher, auch wegen Nagelsmann und der gemeinsamen Vergangenheit. Nachwuchsnationalspieler Youssoufa Moukoko vom Borussia Dortmund hatte zunächst Angst vor einem Gespräch mit U21-Co-Trainer Hermann Gerland. Ich hatte die Ehre, schon bei unserem ersten gemeinsamen U21-Lehrgang mit ihm zu sprechen. Allerdings habe ich vorher schon ein bisschen gezittert und mich nicht so recht getraut, ihn anzusprechen, sagte Moukoko bei RAN vor den EM-Qualifikationsspielen des Nachwuchses gegen Polen am Freitag. Schließlich habe der 16-Jährige dann doch mit Gerland gesprochen. Dabei hat er mir extrem viele und gute Tipps mit auf den Weg gegeben. Das Wort des langjährigen Co-Trainers vom FC Bayern habe aufgrund seiner Erfahrung Gewicht. Ich habe großen Respekt vor ihm, mittlerweile machen wir auch unsere Witze zusammen. Trotzdem warte ich häufig noch darauf, dass er zu mir kommt und mich anspricht, nicht umgekehrt, sagte Moukoko. Der Twitter-Account der polnischen Nationalmannschaft veröffentlichte gestern ein Bild auf ihrem Kanal, in dem der Bayern-Stürmer Robert Lewandowski und Manchester City-Trainer Pep Guardiola zu sehen sind. Und nein, es handelt sich dabei nicht um ein in die Jahre gekommenes, sondern ein aktuelles Foto. Auch der FC Bayern postete das Bild später und schrieb Treffen zweier alter Bekannter. Entstanden ist dies in Katalonien, der Heimat von Guardiola. Hintergrund ist, dass sich Lewandowski derzeit mit der polnischen Nationalmannschaft auf das Gastspiel in der WM-Qualifikation im nahen Andorra vorbereitet. Guardiola, wohl auf Heimaturlaub, guckte kurzerhand vorbei. Von 2014 bis 2016 coachte Guardiola den Stürmerstar beim FC Bayern. Der Katalane schwärmte schon damals von den Polen und noch heute hält er ihn für den besten Strafraumstürmer der Welt. Ob die beiden nur über die Vergangenheit oder auch über die Zukunft gesprochen haben, ist allerdings nicht klar. Der öffentliche Streit ist längst beigelegt. Mittlerweile holt sich Bundestrainer Hansi Flick sogar Rat von Gesundheitsexperte Karl Lauterbach. In der Zeit, in der wir mal kurz aneinander geraten sind, hat sich schon eine Verbindung zueinander aufgebaut, sagte Flick im ARD-Radio-Interview. Und wenn irgendwas ist, dann frage ich auch mal nach. Flick hatte im Februar als damaliger Trainer vom FC Bayern den SPD-Politiker Lauterbach als sogenannten Experten bezeichnet und der Politik pauschal vorgeworfen, sich weniger um die Probleme der Pandemie als um Wählerstimmen zu kümmern. Vorausgegangen war Lauterbachs Kritik an der Bayern-Reise zur Club-WM nach Katar. Nach einem versöhnlichen Gespräch war der Streit schnell ausgeräumt. Der Austausch mit Lauterbach hat auch dazu geführt, dass Flick in der Impfung den einzigen Ausweg aus der Pandemie sieht. Er hat mir bestätigt, dass die Impfung eine Sache ist, die man einfach machen muss, sagte der 56-Jährige.